Was war der Zweck des Ahnenerbe-Instituts? Fassen Sie sich bei der Antwort bitte kurz. War der Zweck des Ahnenerbe-Instituts medizinische Forschung oder andere Forschung? Der Zweck war geisteswissenschaftliche Forschung, wie durch die Satzung des Ahnenerbes festgelegt ist. Ist es richtig, dass das Ahnenerbe etwa 50 verschiedene Forschungsaufträge hatte? Das Ahnenerbe hatte 50 verschiedene Forschungsabteilungen. Das waren Institute darüber hinaus, aber führte es oder ließ es durchführen etwa über 100 umfangreiche Forschungsaufträge. Fallen nun unter die von Ihnen eben genannten Forschungsaufträge oder die eben genannten verschiedenen Institute auch das Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung? Das war eine gesonderte Gruppe innerhalb des Ahnenerbes, auch daraus hervorgehend, dass seine Finanzierung aus... Sprechen Sie bitte, beantworten Sie das mir alles nicht. Ich frage Sie nur, war das eine Abteilung von diesen eben genannten? Ich frage Sie ja noch weiter. Sie haben noch Gelegenheit zu sprechen. Von diesen eben genannten, nein. Gut. Sie haben aber gehört, dass das Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung Experimente ausführte. Stimmt das? Jawohl. Die Aufträge, Forschungsaufträge und die Institute des Ahnenerbe wurden auf welche Weise finanziert? Finanzträger war die Ahnenerbe-Stiftung, bei der alle Mittel zusammenflossen, die dann von der Ahnenerbe-Stiftung dem Ahnenerbe zugewiesen wurden. Wo kamen die Mittel her? Aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aus Mitgliedsbeiträgen, aus Reichsmitteln. Was heißt Mitgliedsbeiträgen? Beiträge welcher Mitglieder? Der teilnehmenden Mitglieder. Es konnte jeder Deutsche Mitglied des, also Vereinsmitglied des Ahnenerbes werden. Waren das SS-Mitglieder? Nein, das konnte jeder werden. Es war weder Voraussetzung Partei- oder SS-Mitgliedschaft. Also Sie sagten, es waren Mitgliederbeiträge. Woraus setzten sich die Mittel noch weiter zusammen? Und aus Zuwendungen der Wirtschaft. Und woraus setzten sich die Mittel zusammen, mit denen das sogenannte Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung arbeitete? Ausschließlich aus Wehrmachtsmitteln. Das musste auch ganz besonders abgerechnet werden nach den Vorschriften, die für die Abrechnung dieser Gelder bestanden. Dr. Buckman, I've got before me the commission evidence about all this. This has all been stated in the commission evidence, hasn't it? I have it before me. Sehr richtig, Euer Lordschaft, aber Sie sind von dem Herrn Anklagevertreter hier ebenfalls angeschlagen worden und in einer Weise, dass der Zeuge sich darüber nicht erschöpfend äußern konnte. It isn't necessary to argue the point. Don't you think you can make your re-examination shorter in view of the fact that it is all given before the commission which the tribunal has before it? Die Mitglieder und vielmehr die Mitarbeiter und die Inhaber von Forschungsaufträgen des Ahnenerbes, wie viel Prozent gehörten davon etwa der SS an? Ungefähr die Hälfte.
Waren die übrigen Parteigenossen? Das war nicht Voraussetzung. Waren im Gegenteil Mitarbeiter dabei, die durchaus unpolitisch waren? Es waren sogar solche dabei, die aus politischen Gründen von Partei und Staat abgelehnt wurden. Gehörte zu den Mitgliedern, die dort arbeiteten, auch der Professor Seib, ein Norweger? Jawohl, Professor Seib hat einen Forschungsauftrag des Ahnenerbes gehabt, nachdem ich veranlasst habe, dass er aus dem Konzentrationslager herauskam. Ich habe hier die Urschrift Ihres Tagebuchs, das Ihnen vorgehalten worden ist, in Auszügen. Es umfasst in der Zeit, in der Ihnen die Auszüge vorgelegt wurden, 330 Seiten. Der Auszug umfasst nur 3 Seiten. Können Sie mir allein aufgrund dieser Gegenüberstellung angeben, dass die Dinge, die hier besprochen worden sind, nur einen ganz geringen Bruchteil der tatsächlichen Arbeit des Ahnenerbe ausmachten? Jawohl, bitte ganz kurz. Das kann ich bestätigen. Und deswegen warte ich auch darauf, um meine Erklärung dazu abzugeben. Ich habe ja meine Aufzeichnungen nicht deshalb aufgehoben, um hier Dinge zu verschweigen, deren wahrheitsgemäße Erklärung im allgemeinen Interesse liegt. Herr Zeuge, sind Sie in der Lage, wenn Ihnen solche Bruchstücke aus diesem Tagebuch vorgehalten werden, wie es dort geschehen ist mit dem Auszug, erschöpfende und wahrheitsgemäße Erklärungen abzugeben, ohne die Zusammenhänge aufgrund des vollständigen Tagebuchs zu erläutern? Das ist mir unmöglich, weil Sie aus dem Umfang des Tagebuches allein feststellen können, welch großen Umfang meine eigentlichen Gesamtarbeiten überhaupt eingenommen haben, wie weit am Rande dabei die hier diskutierten Dinge lagen und dass es bei dem Zeitraum, über die sie sich erstreckten, schlechterdings unmöglich ist, sie ohne Unterlagen zu rekonstruieren und wahrheitsgemäße vollständige Aussagen zu machen. Ich habe da bei meinen früheren Vernehmungen immer wieder darauf hingewiesen, um meine geheimen Aufzeichnungen und Unterlagen gebeten, um eingehende Berichte machen zu können. Denn mir selbst lag ja infolge meiner politischen Einstellung daran, Unrecht festzustellen und begangene Untaten ahnden zu helfen. Meine Bitten waren immer vergeblich. Meine schriftliche Eingabe vom 20. Dezember deswegen blieb unbeantwortet. Damit ist auf wesentliches Beweismaterial verzichtet worden. Das genügt, Herr Zeuge, das genügt zunächst. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen für das völlig falsche Bild, was hier entstehen muss, wenn der Zeuge nur auf Bruchstücke dieses Tagebuchs beschränkt ist. Ich lasse Ihnen überreichen das Tagebuch, Blatt 103, Eintragung vom Freitag, den 14. April, 13 Uhr, Überschrift Station Rascher, Stand der Arbeiten, zukünftige Arbeiten, Anweisungen für die vorläufige Fortführung, Dr. Plöttner eingewiesen. Doppelpunkt. Was jetzt kommt, fehlt in dem Auszug. Und das bitte ich den Zeugen durchzulesen und daraufhin seine Erklärung abzugeben. Herr Zeuge, lesen Sie sich das bitte durch und sagen Sie, ob sich aus dieser Tagebucheintragung ergibt, dass der Dr. Plöttner, wie die Anklage behauptet, die Arbeiten Raschers fortgeführt hat. Es ergibt sich daraus klar, dass Dr. Plöttner die Menschenversuche Dr. Raschers nicht fortgeführt hat. Aufgrund dieser Notizen könnte ich jetzt,
ein eingehendes Bild entwickeln. Die Zeit dazu würde mir aber nicht zur Verfügung gestellt. Bitte tun Sie es. Dr. Plötner hat in dramatischer Weise geschildert, in we don't want drama, we want the entry. Ich bin leider nicht in der Lage, Euer Lordschaft, denn ich habe ja das Dokument nur in einem Stück. The witness has got it. Hasn't the witness got the document before him? Well, why can't he read it then? Jawohl, ich lese es vor. Hauptschulführer Dr. Plötner eingewiesen. Dringendste Aufgabe, Polygalprüfung. Das war das Blutstillmittel. Kommentare geben Sie bitte später. Anweisung wegen Fortführung der Arbeiten Punzengruber. Polizeirottwachtmeister Neff berichtet, dass Polygalfabrikation in Schlachters für 3 Monate gesichert ist. Feigs berichtet über Fabrikationserfahrung und legt erste Ergebnisse aus Schlachters vor. In Schlachters soll durch Gau-Wirtschaftsberater die Betriebsbuchhaltung angelegt werden. Maschineneinkäufe. Was bedeutet also nun Dr. Plötner eingewiesen, Doppelpunkt? Ihn eingewiesen in die ganzen verwaltungsmäßigen und geschäftlichen Dinge der Polygalherstellung. Sie wollten doch nun schildern, wie sich das damals abspielte. Jawohl. Dr. Rascher hatte mit der Polygalentwicklung begonnen. Das Mittel entsprach aber den gestellten Anforderungen nicht. Dr. Plötner, der ein... Well, the question that you put to him was... Doesn't this entry show that Dr. Plötner did not continue the investigations of Rascher? Now, how does the entry show it? Let him tell us how the entry shows it. Euer Lordschaft, die Frage war von mir nach meiner Erinnerung nicht so gestellt. Doktor. Ich wollte etwas anderes von dem Zeugen wissen, wenn ich das klarstellen darf. Nachdem er jetzt diese weitere Notiz gelesen hat, ist seine Erinnerung aufgefrischt. Dr. Perkman, in my recollection and in the recollection of the other members of the tribunal, that was the question you put. Does not this entry in your diary, show that Dr. Plötner did not carry on the work of Dr. Rascher? That was the question that you put. We want the answer to it and no other answer. Dann habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt, Euer Lordschaft. Ich wollte wissen, ob jetzt, nachdem Sie diesen Eintrag gelesen haben, Ihre Erinnerung an diese Vorgänge damals zurückkommt. Jawohl. Und dann schildern Sie sie bitte. Die Tätigkeit der Abteilung Rascher... Wait a minute. Dr. Perkman, in the first place, you realize, or you should realize, that the object of re-examination is to make clear or to contradict anything which has been put in cross-examination. And that is the only purpose of re-examination. In the second place, the tribunal doesn't assume
from the fact that the witness has been cross-examined to show that certain brutal and illegal experiments were made by this institution, that the institution did nothing else. And we don't propose to sit here for a prolonged time to hear everything else that this institution did. The only object of your redirect examination should be to contradict the fact that illegal experiments were made, or to clear up any doubts which may arise upon those illegal experiments, not to show us that they did other things. Herr Zeuge, sind nachdem Rascher verhaftet worden ist, nach Ihrer Kenntnis weiterhin unmenschliche Experimente vorgenommen worden? Nein. Nicht? Nein. Dr. Blödner hat sie ja, wie ich vorhin ausführte, ausdrücklich abgelehnt. Ja, wissen Sie nach dieser Zeit von anderen unmenschlichen Experimenten? In dem Zusammenhang mit dem Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung, also da, wo ich Einblick hatte, nicht. Sie sagen, Sie hatten in das Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung Einblick. Welche Persönlichkeiten der SS hatten in diese Experimente Einblick? Nur solche, die von Himmler dazu persönlich beauftragt waren. Ganz wenige. Wie viel mögen es etwa gewesen sein? So, es kommt auf 5 oder 10 nicht an. Ich will es hochschätzen, 10 bis 20. Liefen diese Anordnungen unter Geheimschutz, das heißt unter dem höchsten Geheimschutz teilweise, geheime Kommandosache oder geheime Reichssache? Jawohl, unter diesen beiden höchsten Geheimhaltungsstufen. Können Sie daher aus eigener Kenntnis sagen, ob Sie es für möglich halten, dass die Masse der SS-Leute von diesen Dingen gewusst hat? Es ist ganz unmöglich, dass Sie davon gewusst haben können. Können Sie sich erinnern, dass der Freiherr von Eberstein, als er von diesen Experimenten Raschers erfuhr, ganz empört war und entsetzt, dass so etwas vorkommen konnte? Haben Sie daran eine persönliche Erinnerung? Jawohl, denn ich musste mich bei ihm in dieser Angelegenheit persönlich melden. Er war außerordentlich aufgebracht bei dieser Unterredung und erzählte von den Dingen, die er im Zusammenhang mit der Verhaftung Raschers gehört habe und die auch mich auf das Tiefste erschütterten. Er begann in seiner Erregung, mir Vorwürfe zu machen und war dann sehr erstaunt, dass Himmler engste persönliche Beziehungen allein zu Rascher hatte und dass all die Anweisungen von Himmler unmittelbar kamen. Genügt, danke. Danke sehr. Now, can you conclude the observations you want to make in 5 minutes? Ich gebrauche nicht länger. Very well, go on then. In dem vorigen Kreuzverhör wurde mir vorgeworfen, ich hätte natürlich persönlich gar keine Bedenken gehabt bezüglich dieser Menschenversuche. Ich muss dem energisch widersprechen. Mein Gewissenskonflikt war außerordentlich groß und nicht beruhigt durch die vorhin im Eingang meiner Erklärung bereits gegebenen Versicherungen von Himmler. Ich besprach mich deshalb mit dem Leiter unserer Geheimorganisation
mit dem Ergebnis, dass weitere Weigerung erstens mir persönlich den Kopf gekostet hätte, da nur noch eine offene Demonstration übrig geblieben wäre. Zweitens, dies die davon Betroffenen in keiner Weise geschützt oder ihnen geholfen hätte. Die Arbeiten wären auf jeden Fall so oder so durchgeführt. Ich habe jedoch dann, was ein anderer nicht getan und gewagt hätte, sie insgeheim, wo es immer nur möglich war, durch stille Sabotage verhindert, was zu verhindern war. Meine mehrfachen Angebote, anhand meiner geheimen Aufzeichnungen und Unterlagen, die vorliegen, in mehreren hundert Seiten Eintragungen, wie Dr. Peltmann eben hier nachgewiesen hat, sind vergeblich gewesen. Auch jetzt verbietet mir die Zeit hier, ein weiteres Bild der Zusammenhänge davon zu entwickeln und die Hintergründe darzustellen. Ich habe diese Versuche persönlich abgelehnt und nicht gefördert. Ich habe die Rolle gespielt, wie sie etwa ein Syndikus einer Universität auszuführen hat, der allen Professoren, Institutsleitern gleicherweise in allen wirtschaftlichen, finanziellen und verwaltungsmäßigen Fragen zur Verfügung zu stehen hat. Und muss deshalb die Frage meiner Glaubwürdigkeit und meiner persönlichen Einstellung zurückweisen. Gerade die vorgelegten Dokumente erweisen, was ich zu diesen Dingen in der Kommissionsvernehmung ausgesagt habe, wie Dr. Feldmann eben noch einmal feststellte. Wenn meine Glaubwürdigkeit angezweifelt werden soll hinsichtlich meiner illegalen Tätigkeit, so steht dazu der Leiter der Geheimorganisation Dr. Hielscher zur Verfügung, der ist in Nürnberg anwesend. Ich danke. Herr Präsident, ich bitte, eine Frage an den Zeugen richten zu dürfen. Zur Klarstellung eines von ihm gebrauchten Namens. Herr Zeuge, Sie erwähnten das Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung. Ist das der gesamte Name dieses Instituts? Geben Sie den vollständigen Namen an. Danke sehr. Will you repeat your answer? Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung der Waffen-SS und Polizei. Coming through. Witness, you said that the Luftwaffe contacted Himmler for getting inmates from the concentration camps. Who in the Luftwaffe made that contact? Dass die Luftwaffe auf Himmlers Befehl Konzentrationslager angriffen, habe ich nicht gesagt. In welchem Zusammenhang? Now, wait, witness, wait. Listen to the question. I didn't suggest that you said that. I said that you said that someone in the Luftwaffe had made a contact with Himmler in order to get inmates from the concentration camps. Did you say that? Nein, habe ich auch nicht gesagt. What? Übersetzung ist falsch.
Ja, Dr. Grawitz, der Reichsarzt SS, teilte mir mit, dass die Luftwaffe, ich weiß nicht welche Stelle, die Durchführung der Meerwasserversuche beantragt habe und deswegen um Bereitstellung von Häftlingen gebeten habe. You mentioned the name of General Milch in your testimony. What connection, if any, did General Milch have with any of these experiments? Lediglich mit den hier behandelten Höhenflugversuchen und den Unterkühlungsversuchen, die ja 1941 begannen und von Luftwaffenärzten durchgeführt wurden, nämlich den Professoren Holzlöhner, Stabsarzt Dr. Rascher, Stabsarzt Dr. Finke und einem dritten Herrn der Luftfahrtversuchsanstalt Adlershof, dessen Name mir nicht mehr erinnerlich ist. And what connection did General Milch have with these experiments? Did he make the arrangements for them? Nein, die fachlichen Vorbereitungen lagen meines Wissens in den Händen der Sanitätsinspektion der Luftwaffe. What connection did General Milch have with this matter? Did he contact him? Er hat sich das geht aus dem Briefwechsel hervor, der zwischen Generalfeldmarschall Milch und Obergruppenführer Wolf geführt wurde. You then have no other knowledge about General Milch, except from the correspondence that's been submitted to the Nein, tribunal. Now, weiter weiß ich nichts. So in how many camps besides Dachau were there experiment stations? Or stations for biological research? Das kann ich nicht sagen, weil mir nur die Arbeiten von Rascher und Hirt bekannt sind, nicht andere. Also solche Versuche, die im Bereich des Reichsarztes SS durchgeführt wurden. Darüber war nichts zu erfahren, weil auch diese unter der höchsten Geheimhaltungsstufe blieb. You don't know. Nein. One last question. You said after Racher's arrest that there were no more illegal experiments that were connected with the Institute. Do you know of any others that were not connected with the Institute? Das bezieht sich auf die vorige Frage und steht mit ihr im Zusammenhang. Man hörte davon, zum Beispiel von den Arbeiten von Professor Schilling, die mir aber nie näher bekannt geworden sind. Witness can retire.